Und jetzt möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie dieser Sound funktioniert. Ihr habt das gerade beim Anfang gesehen. Ich habe hier Samples verwendet, die befinden sich hier auf den ersten beiden Spuren. Und zwar habe ich da einmal Samples benutzt für den Wave-Sequencer. Denn da habe ich den Original-Sound tatsächlich gesampelt, damit man da wirklich nah dran ist. Und zwar habe ich auf den untersten beiden Tasten eben das E, was durchläuft als Achtel, Arpeggio und dann die Tonfolge. Auf dem GIS habe ich den Raketenstart und auf dem G zwischen dem F und dem GIS könnt ihr beides stoppen. Dann in der nächsten Oktave vom E bis E habe ich die Einzeltöne gesampelt für zwischendurch. Da habe ich jetzt kein Arpeggio mehr mit drauf, kann man natürlich auch noch da reinmachen, aber das spiele ich tatsächlich so. Und im Refrain habe ich dann einen schönen Chorsound, der den Rest macht. Ist jetzt für 73 gebaut, für 73 Tasten kann man auch, indem man einfach alles eine Oktave hochtransponiert, auf dem 61er ohne Probleme verwenden, wenn ich das so richtig sehe. Viel Spaß damit!